Ja, meine Damen und Herren, auch von mir noch einmal herzlich willkommen an diesem Abend. Ich freue mich ja wahnsinnig, dass ich heute endlich wieder mal auf der Bühne stehen darf. Diejenigen unter Ihnen, die noch nie drogenabhängig waren, werden nicht genau verstehen, wie geil das für mich ist, dass ich heute endlich wieder auf einer Bühne stehen darf. Aber ich glaube, es ist ungefähr vergleichbar mit einem Ecstasy-Trip, also ohne es zu wissen, auch wenn manche Leute anderes behaupten. Ja, Corona ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Ich hatte sehr viel Zeit, um nachzudenken. Und ich habe mir in dieser Zeit immer wieder gedacht, wohin wird diese Reise gehen, auf der wir uns gerade alle befinden. Und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, dass diese Metapher, das Leben als Reise zu verstehen, ja eigentlich gar nicht so aus der Luft gegriffen ist, sondern durchaus seine Berechtigung hat. Und ich habe mir gedacht, na gut, dann betrachte ich mein Leben eben als Flugreise. Ich meine, als Gedankenexperiment ist das ja ökologisch noch vertretbar, habe also kein schlechtes Gewissen, wenn ich so die bescheidenen Spuren meines Lebens als Flugreise nachzeichne. Meine persönliche Flugreise begann als erstes einmal mit einer 9-monatigen Anfahrt zum Flughafen. Dort wurde ich dann mit einer Zange vom Chirurgen ausgesetzt und musste mich von da an alleine zurechtfinden. Ich traf Menschen, die ich nicht kannte. Zum Glück waren meine Eltern zur Stelle und begleiteten mich zum Check-in-Schalter. Der Weg zum Check-in-Schalter hat sich in den üblichen Zick-Zack-Wendungen gewunden, die wir ja alle kennen, mit den berühmten Meilensteinen, die wir alle erlebt haben. Das erste Wort, der erste Zahn, das erste Mal aufs Klo gehen ohne Windel und die anschließende Sauerei, die vom Bodenpersonal weggewischt wird. Auf diesem Abschnitt meiner Lebensreise war ich mehr Passagier als Pilot und meine Eltern haben hauptsächlich für mich entschieden. In der Schule ging es so wie üblich, Kindergarten, Volksschule, Hauptschule, Oberstufe, BHS und dann die Matura. Der Sicherheitscheck auf dem Weg zum Flughafen des Lebens. Ich wurde auf Herz, Nieren und verbotene Gegenstände geprüft. Und wie immer beim Sicherheitscheck ist es so, wenn man an diesem Punkt etwas vergessen hat, ist es meistens zu spät. Entweder kommt man ohne das, was man vergessen hat, aus, oder man dreht eine Ehrenrunde und beginnt nochmal von vorn. Nachdem ich diese schweißtreibende Zeit aber doch erfolgreich hinter mich gebracht hatte, kam das, worum sich, ich glaube, die meisten Menschen am allermeisten freuen nach der Sicherheitskontrolle, nämlich der Duty-Free-Shop. In meinem Fall ein unbeschwerter Sommer voller günstiger Alkoholiker. Und oft wie nach dem Duty-Free-Shop fragt man sich hinterher, wenn man reiernd über der Schüssel hockt, war das wirklich notwendig? Ja, aber auch das sind Erfahrungen, die man ebenso im Leben machen muss. Nach dem Duty-Free-Shop kamen verschiedene Rolltreppen, die mir unterschiedliche Destinationen anboten und ich musste mich für eine entscheiden. Und da ist eine Parallele zwischen der Reise des Lebens und dem Berliner Flughafen. Bei beiden wissen wir ungefähr, wo es hingehen soll, aber nicht, wann es soweit sein wird. Ich habe mich dann für ein Studium entschieden. Eine steil anmutende Rolltreppe, die sich plötzlich als eines dieser langen, ewig faden Förderbänder entpuppt hat, auf denen man nur scheinbar in Bewegung ist, aber eigentlich irgendwie stehen bleibt. Diejenigen unter Ihnen, die länger als 15 Jahre verheiratet sind, werden wissen, wovon ich spreche. Dieser Zustand war für mich äußerst unbefriedigend. Ich fühlte mich sehr unwohl. Aber zum Glück gibt es bei diesen Förderbändern immer wieder Möglichkeiten zum Umsteigen und Aussteigen. Also glücklich ist, wer nicht vergisst, dass Veränderung noch möglich ist. Und so fasste ich all meinen Mut und weil mir diese Eintönigkeit des Förderbandes schon dermaßen auf den Wecker ging, und wagte den Sprung in eine neue Welt. Und die war bunt, laut, aufregend, spannend, mit einem Wort Theater. Und ich entdeckte einen neuen Sinn im Leben, neue Facetten, die mir bis dato unbekannt waren. Und ich fühlte mich pudelwohl wie ein Fisch im Wasser. Gut, das Förderband ließ ich zur Sicherheit noch etwas sträflich vernachlässigt neben mir herlaufen. Und dann kam, langsam aber sicher, das Gate in Sicht. Stolz zeigte ich mein Ticket, des bisher erreichten, und betrat das Flugzeug. Ich sitze, erste Reihe fußfrei, nicht weil ich besonders groß bin, sondern einfach weil ich gerne in der Nähe desjenigen Ortes sitze, an dem im Flugzeug oft wichtige Entscheidungen getroffen werden, also die Bordtoilette. Entschuldigung, ganz kurz, weil es ums Thema Körpergröße ging, das muss ich ganz kurz loswerden. Ich habe letzte Woche ein Interview gelesen, stilistisch und journalistisch Top-Qualität. Fragen, die auf das Wesentliche abzielen, keine Möglichkeit irgendwie auszuweichen. Gelesen habe ich dieses Interview in der Woche und zwar mit unserem ehemaligen Innenminister. Jetzt nicht dem Kurzzeit-Interims-Innenminister, sondern dem davor, dem angeblich besten Innenminister aller Zeiten, dessen Namen ich jetzt nicht sage, es soll ein kultureller Abend werden.
Und in diesem Interview ging es auch darum, dass besagter Innenminister sehr oft aufgrund seiner Körpergröße, unter anderem bei Willkommen in Österreich, durch den braunen Kakao gezogen worden war. Und angesprochen darauf sagte Herbert Kickl, jetzt ist mir der Name doch rausgerutscht, egal, auf jeden Fall darauf angesprochen, hat Herbert Kickl gesagt, er hat noch mal nachgemessen, er ist genau 1,72 Meter groß. So, jetzt ist es so, dass wir als Individuen zwangsläufig mit anderen Menschen Eigenschaften gemeinsam haben, die wir uns nicht aussuchen können. Bisher wusste ich, dass ich folgende Sachen mit Herbert Kickl gemeinsam habe. Wir sind beide in Kärnten geboren, wir sind beide Männer, wir sind beide weiß. Ja, na, das war es eigentlich ja schon. Aber seit diesem Interview weiß ich, ich bin auch noch gleich groß wie Herbert Kickl. Sollte also irgendjemand, der sich hier im befindlichen Saal, der sich hier im Saal befindlichen Personen wissen mögen, wie es sich anfühlt, neben Herbert Kickl zu stehen, also rein von der Körpergröße, nicht vom, ne? Bitte kommen Sie nach der Vorstellung zu mir, stehe gerne zur Verfügung. Und um wieder auf das Ausgangsthema des heutigen Abends zurückzukehren, nämlich Corona, haben wir in den letzten Wochen einige spannende und auch wichtige Maßnahmen erlebt, nämlich einerseits den Masken, also den Masken, die Maskenpflicht, die wir alle hatten. Und der Babyelefant ist in unseren Alltag und in unsere Häuser eingezogen. Ja, mittlerweile ist der Babyelefant schon wieder zusammengeschrumpft und sämtliche Rüssel- und Dickhäuter-Witze würden gemacht. Ich mache heute keinen davon. Aber die Gefahr ist ja noch immer da draußen. Wir sollten ja weiterhin Abstand halten. Und ich dachte mir, führen wir doch eine neue Maßeinheit ein, nämlich einen Kickl. Ich habe mir gedacht, da macht jeder freiwillig einen Bogen. Und weil die Sache ja doch nicht minder gefährlich ist, denke ich mir, halt mal 3 Kickl Abstand, dann kann nichts passieren. So, zurück in mein Flugzeug der Lebensreise. Einen weiteren Meilenstein habe ich geschafft, eine weitere Ausbildung habe ich abgeschlossen. Und da meldet sich der Pilot. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf Ihrer Reise des Lebens. Sie haben soeben eine weitere Etappe geschafft, wir gratulieren ganz herzlich. Das Wetter ist momentan noch bewölkt, aber mit Aussicht auf Sonnenschein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Okay, der Koffer ist verstaut, das Flugzeug ist auf Kurs, die Wolken klaren auf, was kommt als nächstes? Das Flugzeug bewegt sich auf die Startbahn, hebt ab und schwenkt auf den richtigen Kurs ein. Da tritt der Co-Pilot an mich heran und sagt, es gibt jetzt die einzigartige Möglichkeit, auszusteigen und einen Fallschirmsprung zu meiner Destination zu wagen. Es erfordert ein bisschen Mut, sagt er, aber gut, die Sache sieht sehr sicher aus und ich nehme den Fallschirm entgegen. Er begleitet mich zur Luke und eröffnet diese. Komisch, da ist kein Sog, der mich in den Weltraum hinauszieht. Hat mich James Bond Goldfinger all die Jahre belogen? Egal. Das Flugzeug fliegt ganz ruhig. Ich werde meinerseits ruhig. Das Unbekannte unter mir. Ich schnalle den Fallschirm fest. Ein beruhigendes Nicken vom Co-Piloten. Stehe an der Kante. Ich bin bereit für die Reise des Lebens. Ich beginne, mich nach vorne zu lehnen. Ja! Plötzlich Turbulenzen. Ein Luftloch, etwas, mit dem niemand gerechnet hat, ist eingetreten und das Flugzeug ist nicht mehr auf Kurs. Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Plötzlich ist alles wie eingefroren. Ich hänge in einem 45-Grad-Winkel vor der Einstiegsluke und kann mich weder nach vorne noch nach zurück bewegen. Ich will mich umsehen. Der Co-Pilot ist verschwunden. Das Flugzeug ist leer. Mein Fallschirm. Er ist weg. Ich glaube, mir wird schwarz vor Augen. Plötzlich ist alles still. Das Flugzeug ist verschwunden. Der Lärm ist verschwunden. Und ich bin allein. In Isolation mit mir und meinen Gedanken. Und wie immer, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bin, dann wachsen die Gedanken über mich hinaus, gleich den länger werdenden Schatten am Ende eines Tages und kesseln mich ein wie eine Bergkette. Und in diesem Moment, zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein, wenn das Ich im Kampf mit dem Über-Ich steht, passieren oft die merkwürdigsten Dinge. So, junger Mann, also, was machen wir jetzt? Bitte was? Na, was tun wir jetzt? Keine Ahnung. Na, wie geht's Ihnen?
Ja, in der Situation schlecht natürlich, wie sonst. Ist doch hervorragend, perfekte Voraussetzungen. Wieso? Wofür? Na, für die Kunst. Für die Kunst? Natürlich, passen Sie auf. Der Künstler muss leiden, wenn er etwas Großes schaffen will. Nur aus großem Schmerz und großem Leid entsteht die wahre Kunst. Das ist ein Trottel. Entschuldigung, wer sind Sie? Verzeihung, habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Klaus Dieter. Ich bin Theaterintendant aus Düsseldorf. Jetzt ist mir klar, warum er Intendant ist. Ja, und was hat das mit mir zu tun? Na, schauen Sie. Wenn Schiller nicht arm gewesen wäre, sondern reich wie der Olle Goethe, dann wär's doch nie zu seinen Räubern gekommen. Okay. Zu welchen Räubern? Ich fürchte um die Zukunft des Theaters. Na, aber ich danke für den Vergleich mit Schiller. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Immer langsam, junger Mann. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg für Sie. Also, haben Sie was? Ich hab sicher irgendwas. Und Sie? An Huscher zum Beispiel? Na, ich meinte, haben Sie sich Gedanken gemacht? Sie hatten ja genug Zeit. Haben Sie sich Gedanken über die Zukunft gemacht, die vor uns liegt, vor der Menschheit? Ja, habe ich. Und ich finde, es schaut nicht sehr rosig aus in meiner Fantasie. Na also, dann gehen Sie doch. Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken. Sie verschwenden hier wertvolle Sendezeit. Okay. Bin schon da. Ja, stellen Sie sich an dieser Stelle bitte die Signation derzeit im Bild vor. Wir überblicken jetzt ein Jahrhundert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen das Programm für eine Sondersendung. Soeben erreichten uns Meldungen über die folgenden Ereignisse aus den kommenden 100 Jahren. 2030. Die Klimaziele von Paris, die schrittweise Reduktion der Treibhausgase, werden nicht erreicht. Das 2-Grad-Ziel des Pariser Abkommens ist in weite Ferne gerückt. Die Treibhausemissionen steigen weiterhin. Die mittlerweile gespaltenen Divided States of America führen einen erbitterten Bürgerkrieg gegeneinander. Die neuen Hauptstädte der gespaltenen Staaten sind Trumpville an der Ostküste und St. Arnold an der Westküste. Von der Weltöffentlichkeit weiterhin unbeachtet, wütet in Afrika noch immer das Coronavirus. 2040. Der brasilianische Regenwald ist auf 2/3 seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Große Landwirtschaftskonzerne freuen sich über die zusätzlichen Ackerflächen und bauen weiterhin im großen Stil Futtermittel für die Fleischindustrie an. Die Weltbevölkerung beträgt mittlerweile 8,8 Milliarden Menschen. Die Versorgungslage von 30% der Menschheit mit Lebensmitteln ist kritisch. Die Versorgungslage bei Wasser ist bei 45% der Menschen kritisch. Inseln der Seligen wie Österreich verkaufen Wasser in die ganze Welt. 2050. Aufgrund der Erderwärmung steigt der Meeresspiegel sprunghaft an. Küstenstädte wie Venedig, New York, Sydney oder Jakarta werden zunehmend unbewohnbar. Die Arktis ist mittlerweile in 9 Monaten des Jahres eisfrei und durchgehender Schiffsverkehr ist möglich. Weitere Meldungen. Der letzte Eisbär der Welt stirbt im Schönbrunner Zoo. Anlässlich ihres 47. Geburtstages enthüllen die Vereinten Nationen in Wien ein Greta Thunberg-Denkmal. Österreichs langjähriger Gottkanzler Sebastian Kurz sagte dazu Folgendes. 2060. Naturkatastrophen suchen auch Österreich, in dem bekanntlich alles 20 Jahre später passiert, das aber ganz besonders von der Klimakatastrophe betroffen ist, heim. Eine anhaltende Hitzewelle vernichtet die Ernte und bringt das Land an den Rand bürgerkriegsähnlichen Zustandes. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt mittlerweile 26 Grad Celsius. Die bahnbrechende Lösung der Wiederregierungspartei FPÖ lautet Grenzen dicht, denn die Hitze kommt aus dem Ausland. In Amerika flüchtet der Großindustrielle Elon Musk mit einer SpaceX-Rakete zum Mars. 2070. Die Industrie setzt weiterhin auf Erdöl, Kohle und Verbrennungsmotoren sowie Flugreisen. Denn die führenden Ölkonzerne haben über die letzten Jahre still und heimlich sämtliche Forschungseinrichtungen und Firmen zur nachhaltigen Energieversorgung aufgekauft und zugesperrt. Das Leben in großen Ballungszentren ist ohne erneutes Tragen eines Atemschutzes nicht auszuhalten. Die Baumgrenze im Hochgebirge ist auf 3000 Meter Seehöhe gestiegen. Die niederen Lagen eignen sich aufgrund der hohen Temperaturen nur mehr zum Anbau von Dattelpalmen. Anstatt von Äpfeln, Marillen und Wein wird Österreich nun zum Exportland Nummer 1 für Datteln in Europa. 2080. Eine massive Stadtflucht setzt ein. Über die letzten 5 Jahrzehnte wurden alle Versuche unternommen, erfolglos das Leben in den Betonwüsten der Welt, also den Großstädten, erträglich zu machen.
Doch der hohe Energieverbrauch der Klimaanlagen hat erst recht wieder zur Erwärmung des Klimas beigetragen. Die Menschen verlassen die Städte und versuchen, in ruralen Gebieten sesshaft zu werden. Hochalpine Gegenden zählen zu den bevorzugten Zielen der Klimaflüchtlinge. 99% der Inseln und Atolle der Welt sind versunken. Die dort lebenden Menschen wurden auf großen künstlichen Inseln untergebracht, da die den steigenden Meeresspiegel verursachenden Länder keinen Grund darin sehen, diese Menschen aufzunehmen. 2090. Nach Ende des Dritten Weltkrieges zwischen den gespaltenen Staaten von Amerika und China herrscht ein nuklearer Winter auf der Erde. 75% der Landfläche wurden radioaktiv verstrahlt. Große Teile der Ozeane sind ebenfalls unbewohnbar. Die weltweite Durchschnittstemperatur sinkt für einige Jahre um mehrere Grad. 95% der Tierarten sind vernichtet. 2100. Die verbliebenen 7 Millionen Menschen der Welt haben sich unter der sogenannten Kuppel ein letztes Reservat der Menschheit geschaffen. Aufgrund der hohen Strahlenbelastung auf der Erdoberfläche haben die Ingenieure einen Großteil des Lebens unter der Kuppel unter die Erde verlegt. Außerhalb der Kuppel, in vereinzelt existierenden Enklaven der Menschheit, herrscht Anarchie. Ein Aufenthalt an der Erdoberfläche erhöht das Sterberisiko pro Woche um 2%, maximale Aufenthaltsdauer an der Oberfläche pro Person pro Tag eine Stunde. 2110. Die Menschheit kämpft weiter um ihr Überleben. Nahrungsmittel und Trinkwasser werden knapp. Die Fähigkeit zur Reproduktion ist durch die hohe Strahlenbelastung so gut gegen Null gegangen. Pro Jahr werden nur noch an die 100 Kinder geboren. Freitag, 28. Juni 2120. Die letzten verbliebenen Menschen warten auf die wahrhaftig letzten Tage der Menschheit. Auf einer Gedenktafel am Eingang zur Kuppel stehen folgende Worte. Der Menschheit Ende nahet schon. Und einen Wald gab's nur mehr im Stadion. Sag einmal, bist du deppert? Was soll denn das? Bitte was? Sag einmal, was machst du da? Kunst? Hoffentlich. Wieso? Ja, das ist doch keine Kunst. Das klingt doch alles viel zu real. Ja, eh. Bitte, in so eine Zeiten, da musst du doch nicht noch extra draufhauen. Kunst darf auch wehtun. Bitte, jetzt geht's den Leuten eh schon so schlecht. Ich meine, du musst ein bisschen Freude, einen Optimismus musst verbreiten. Ich meine, schau zu uns nach Tirol, wir verbreiten noch ganz andere Sachen. Gott ist ein schlechtes Beispiel. Aber schau, wir Tiroler, wir sind ein Volk voller Optimisten und respektvoller Menschen und Männer. Gott ist auch nicht das beste Beispiel, ich weiß. Ganz kurz, in eigener Sache, möchte ich nur ansagen. So sind wir nicht, ja? Ich meine, Idioten gibt's auch halt überall, was soll ich sagen? Aber schau, bei uns gibt's das Sprichwort, das kennen Sie sicher. Bist du Tiroler, bist du ein Mensch. Bist du kein Tiroler, bist du ein Arschloch. Ich hätte mir gedacht, das könnte man auch sagen, bist du Tiroler, bist du ein Mensch, bist du ein Sexist, bist du ein Arschloch. Ist eine relativ einfache Geschichte. Aber, und da fällt mir nur was ein, ich meine Feminismus, ich kenne mich mit dem Feminismus wirklich nicht aus. Gell, meine Frau hat gesagt, ich soll mich beschäftigen, habe mich ein bisschen eingelesen. Ich habe immer gedacht, ich meine Feminismus, das ist doch nicht, dass, wenn einer ausfällig wird, dass man sagt, ich halte immer noch die andere Wangen hin. Denke ich mir, Feminismus ist doch dazu da, dass man der betroffenen Person, also die sich da so unrespektierlich äußert, dass man der sagt, ich meine, du hast in dem Amt nichts verloren, schleich dich. Auf eine respektvolle Art und Weise, man muss sich nicht auf das Niveau des Gegners geben. Gell? Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich meine, wie lange schreiben wir jetzt an dem Programm, Stefan? 2,5 Wochen, glaube ich. Ja, siehst, was in der Zeit alles passiert ist, was ich eigentlich alles erzählen hätte können. Aber ich wollte euch eine positive Geschichte erzählen von uns in Tirol, dir und Enk. Habe ich mir gedacht, bei uns in Tirol, es ist ja so, ich darf mir kurz vorstellen, ich bin der Sigismund. Ich bin der Vorstand vom 1. Tiroler Bergimkerverband, also kurz BIV. Und es ist ja so, die Tiroler essen wahnsinnig gerne Honig, wahrscheinlich eh in Kärnten auch da. Und, aber bei uns in Tirol, wir haben relativ viel Berg. Ich glaube, das ist bekannt. Aber Tal ist eher weniger. Und im Tal wird es langsam knapp. Ich meine, für die Landwirtschaft, für die Touristen, für die Autos und so weiter. Und jetzt müssen wir aber trotzdem immer mehr Honig produzieren. Haben wir gesagt, passt, wir nehmen unsere Bienensteck und gehen mit den Affe auf den Berg. Mal da ist Platz, wir haben viele Almen. Haben wir diese Bienenstöcke, haben wir die genommen, haben wir die auf die Almen aufgebracht. Boah, kein Problem. So. Aber dann ist uns die Physik dazwischen gekommen. Die was? Die Physik. Hast du das in der Schule nicht gehabt? Wurscht. Also die Physik besagt, nur ganz kurz zum Zusammenfassen, je weiter du oben bist, desto niedriger ist der Luftdruck. Deswegen saust es in die Ohren so komisch, wenn du auf die Hecke aufgehst. Es ist ja so, wenn weniger Druck ist, dann dehnen sich die Dinge aus. Ist ja ganz logisch, ist ja Physik. Und jetzt war es so, das hat sich auch auf unsere Bienen ausgewirkt.
Bienen, normalerweise so kleine Zentimeter groß ungefähr, jetzt sind aber die Bienen durch den niedrigen Luftdruck sind die auf einmal größer geworden. Waren die beim nächsten Mal, als wir einen Monat später auf der Almum waren, waren die Daumen groß. Jetzt ist an sich kein Problem, ich meine, eine große Biene produziert halt mehr Honig, macht ja nichts. Jetzt ist aber auch so, jetzt sind die Bienen nicht mehr in den Bienenstock reingekommen. So, hab ich gesagt, passt, kein Problem, nimm mir Stichsack, mach hier ein größeres Loch rein, passt, haben die Bienen wieder einfliegen können, schöne Pollenklößchen haben die gehabt. Naja, schöne Pollenklößchen. Gut, passt. Ein Monat später kriegen wir wieder auf die Alm auf. Sind die wieder gewachsen, die Bienen? Haben die sich weiter aufgeblasen wegen einem geringen Luftdruck? Waren die ungefähr so groß wie eine Faust? So, sind die natürlich wieder nicht in den Bienenstock reingekommen. Hab ich gesagt, okay, Manda, Zeit ist, wir müssen was tun. Haben wir unsere großen, die Silos. Silofutter ist out, wir machen jetzt Bio. Haben wir die Silos genommen, haben wir die zu großen Bienenhütten, also Bienenstöcke umfunktioniert, haben wir Katzenklappen reingemacht, haben die super ein- und ausfliegen können. Passt, kein Problem. Monat später waren wir wieder oben auf der Alm. Waren die Bienen auf einmal auf Wasserballgröße aufblasen? Wegen einem geringen Luftdruck, ich glaube, ich habe schon gesagt. Gut, nächstes Problem, sind die ja nicht mehr durch die Katzenklappen durchgekommen, sind alle da so irgendwie komisch in der Luft vor dem Bienenstock rumgeschwebt. So, haben gesagt, gut, machen wir was Neues, Baumaschinen richtig große Hütten als Bienensteck. Das heißt, weil es immer heißt, wir bauen in Tirol so viele Chalets für die Bifke. Das sind keine Chalets. Das sind unsere Bienenstöcke, damit die Bienen wo wohnen können und wir den Honig auserholen können. Allerdings, wir können jetzt nicht mehr die Waben schleudern, weil die sind mittlerweile so groß wie der Fußboden da. Wir schleudern jetzt einfach gleich das ganze Haus. Ist viel besser. So, das ist der Optimismus, den ich verbreiten wollte. Es war eine neue Situation da. Wir haben uns darauf eingestellt und das Beste draus gemacht. Ja, und noch ein Vorteil ist, wenn du mit den Bienen wieder in den Stall runtergehst, weil unten der hohe Druck ist, dann schweben die in der Luft. Das heißt, wir binden denen ein Schnürl an, dann können wir sie beim nächsten Kirchtag an die Kinder als Luftballon verkaufen. Um Gottes Willen. Ich entschuldige mich. Hab selber nicht gewusst, was kommt. Aber es sind diese Momente, wo ich mir denke, ich komme ohne künstliche Hilfsmittel nicht mehr aus. Ich hätte gern ein bisschen Heroin und Kokain. Falco, servus, wo kommst du denn her? Ich buche den Nachtflug zweimal täglich, zur Sicherheit den Rückflug auch. Ah, sehr interessant. Weißt du, wo ich schon immer einmal hin wollte? Amerika? Nein, ins Cadillac Hotel. Darf ich jetzt bitte endlich sagen, wo ich hin möchte? Du bist nur ein Egoist. Mit dem Mann kann man nicht normal reden. Oh, dance, Mephisto. Ich kann nicht tanzen. Gut, Wiener Walzer kann ich. Oh, Vienna Calling. Es ist ja wurscht. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Nein, Falco, das heißt jetzt neuerdings Schnee von gestern. Männer des Westens? Na, es waren eher Männer der Rechten. Ja, come and rock me, Amadeus. Mei, der ist auch schon gestorben. Skandal! Du, das sind wieder diese Augenblicke, wo ich mir denke, verdammt, wir leben noch. Nein, verdammt, wie soll's in Zukunft weitergehen, wenn wir unseren Arsch nicht hochkriegen? Hinter uns die Sintflut? Ja, ungefähr so. Ich meine, es hat ja keiner Zeit für irgendwas, weil wir alle ständig dipseln, wischen oder sonst irgendwas. No time for revolution. Ja, danke. Und was haben wir davon? Ich meine, wir müssen was tun. Es wird langsam ungemütlich. Es hat zu viel Hitze und da friere ich. Ja, danke. Tolles Statement zum Klimawandel. The spirit never dies. Check it out. Aber jetzt unter uns. Wir sind alle so beschäftigt. Wir haben so viel zu tun. Wer soll denn die Klimarevolution, am besten eine Weltrevolution, einleiten? Junge Römer. Ja, die Jugend im Allgemeinen wird es wohl richten müssen, weil, ich meine, die alten weisen Männer kriegen ja nichts auf die Reihe. Nie mehr Schule. Ja, für welche Zukunft soll man noch lernen, wenn sie ziemlich ungemütlich aussieht? Sand am Himalaya? Na, da oben ist noch Eis, zum Glück. Die Titanic sinkt in Panik, but the band played on and on. Ja, danke. Die Band spielt sehr laut, damit wir nicht mitkriegen, was für eine Scheiße rund um uns läuft. Bitte, dreh dich nicht um. Ja, du hast dir recht, ich bin so pessimistisch. Wir müssen nach vorne schauen, in die Zukunft, an das Licht am Ende des Tunnels. Oft ist es heute ein Zug, das ist blöd. Bitte, gekommen. Tango the night. Ja, ich bin eh positiv. Wir werden wieder tanzen. Wir alle. Gemeinsam. Ohne Abstand. Ohne Maske. Nur mit dir. Danke, das ist lieb. Kleiner Einwand. Es gibt immer noch Menschen, die das nicht interessiert. Was sagen wir denen? Read a book. Glaubst du, das hilft?
Haben die nicht einen speziellen Namen? Macho Macho? Das ist doch eine Nummer vom Fendrich. Gib bitte, Stefan, ja. Verlass die Bühne, bevor ich grantig werde. Und euch sage ich eins. Out of the dark and into the light, das schaffen wir nur together. Und wir lassen niemanden behind. Die Kunst macht heute den ersten Schritt und geht keinen mehr zurück. Danke, guten Abend.